So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Wir sind wieder in der verlorenen Forschungsinsel. Denn wie ich es schon beim letzten Mal angekündigt habe, gibt es hier jetzt eine Sache zu erledigen, da wir jetzt alle unsere, also für mein Team die ultimativen Waffen zusammen haben. Erstmal aber noch einen Speicher schnell. Und zwar habe ich ja, glaube ich, schon in der letzten Folge erwähnt, dass wir gegen den zweitstärksten Gegner in diesem Spiel kämpfen können, was wir auch machen werden. Und ich habe Cell in der Gruppe dabei, weil er sich im folgenden Abschnitt, also besser gesagt im folgenden Rätsel, sehr gut eignet. Denn was gleich kommt, wird gleich selber erzählt oder was wir machen müssen. So. Was haben wir? Dispel brauchen wir eigentlich gar nicht. There's a terminal buried underneath the trouble. Is it still functional? Level energy, reserve pressure at 20, energy wise. It is possible to reach the excavation site. Explain the situation? Nope. Ja, wir müssen, und zwar, wir haben 20 Dampfeinheiten, um zu dem Boss zu gelangen, müssen wir nämlich unsere Dampfeinheiten sparsam und, oder besser gesagt, strategisch einsetzen, damit wir bis zum Ende genug haben. Hier müssen wir aber allerdings, müssen wir leider vier Dampfeinheiten verschwenden, damit sich das erste Tor überhaupt öffnet. Danach müssen wir etwas strategischer rangehen und ich weiß noch vom letztes Mal und ein bisschen auch Final Fantasy Wiki, was wir einsetzen müssen. Gegner sind hier natürlich auch vorhanden, aber ich glaube, gegen die kämpfen wir auch gar nicht. Ich habe auch nicht so richtig Lust drauf. Und das ist auch Zeitverschwendung. So, hier... Wir sind jetzt hier. Sehr gut. Ich will die Dampfeinheit bedienen, oder? Achso, ich muss die da hinten bedienen. Oder wie? Ja. Gut. Eine. Wir müssen nämlich diesmal nur eine verwenden. Also, wir haben vier. Wir haben jetzt 16 übrig. Und verbrauchen einen. Für die, die jetzt mitschauen und mitschreiben, das gilt. Das, was ich jetzt mache, gilt nur, wenn ihr Cell in der Gruppe habt. Ansonsten gibt es noch eine andere Methode, aber das ist die, wenn ihr Cell an eurer Seite habt. Also wir verbrauchen eine Dampfeinheit. Ja, ich bin mir sowas von sicher. Okay. Und in die nächste Ebene, würde ich sagen. Aber das kann ich nicht sagen, weil wir Gegner haben. Hier sind auch diese schwulen Grendels, aber gegen die habe ich irgendwie keinen Bock. Nein, ich habe keine Lust. Lass mich in Ruhe. Ihr psychopathischen Viecher. Jawohl, gib mir 100. 1000. So. Ich hätte eigentlich da Dings ausrüsten sollen, dass keine Gegner auftauchen, aber sei es drum. So, wir sind jetzt in der dritten Etage. Hier. Wer hätte das gedacht? Müssen wir auch nur einen einsetzen. Das heißt momentan... eigentlich nur immer ein einsetzen. Wie gesagt, diese Taktik geht auch nur, wenn man Cell in der Gruppe hat. Es gibt noch eine andere. Vielleicht schreibe ich sie auch in der Beschreibung, aber ansonsten kann man sich das auch googeln. Ist ja heute alles möglich. Und hier? Wer hätte das gedacht? Auch nur einen. So, Level 5. Wir sind schon bald an unserem Ziel angekommen. Bisschen Bange habe ich, denn der Gegner ist echt stark. Stärker als Bahamut auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch der zweitstärkste Gegner. Gegen den gegen die besten Gegner dieses Spiels werden wir auch antreten. Wobei ich auch sagen muss, ehrlich, für die, die wissen, wer der stärkste Gegner in diesem Spiel ist, ich habe
nicht einmal gegen ihn gekämpft. Also wenn ich dann gegen ihn antreten sollte, ist es dann mein erstes Mal. Und ich werde mich da auch, glaube ich, dementsprechend vorbereiten. Das ist nämlich schon... Der Typ, der haut schon ein bisschen rein, ne? Aber ich will nicht zu viel spoilern. Wir machen erstmal hier weiter. Und zum Schluss, Leute, auch nur einen. Also, wenn ihr Cell in der Gruppe habt, vier verschwenden und dann immer nur einen hinterher klatschen. Und jetzt zeige ich euch, warum es sich lohnt, Cell in seiner Gruppe zu haben. Oh mein Gott, lasst mich doch verdammt nochmal in Ruhe. Gott sei Dank. Gut, damit müssen wir jetzt hier runter. Das ist auch die letzte Etage. So, und jetzt zeige ich euch, warum es vorteilhaft ist, Cell in seiner Gruppe zu haben. Hold up a sec. Let me take care of this machine here. I don't know if you can. Well, Cell's pretty good with machinery. Wir müssen natürlich auf das hier gehen. Sure, go for it. They call me the machine when it comes to mechanics. Leave it to me, baby. This must be it. This has to be. This is right? This ain't it? Hey, there's steam coming out everywhere. Okay, just let me think. Yo, this is it! This has to be, right? I never should've asked you. I didn't want to have to resort to this, but... Oh, er hat das Ding geschlagen. Opening door to excavation site, ocean depot site. See? There you go. So, machine meaning fighting machine. Well, as long as we are in. Deswegen, Leute, wenn man Cell in seiner Gruppe hat, braucht man hier, müsste man, also ohne Cell müsste man hier eigentlich Dampfeinheiten auch verschwenden, aber ohne Cell hat man den Vorteil, dass man sie sparen kann. Und jetzt komme ich, glaube ich, zu der Sache, die mich am wenigsten anturnt. Da ist ein Speicherpunkt. Sehr gut. Und zwar, das Problem hier, Leute, ist, hier tauchen starke Gegner auf und vor denen können wir nicht abhauen, Leute. Vor denen können wir nicht abhauen. Ihr seht's, can't escape. Das heißt, bis zum Boss, sage ich mal, müssen wir uns durch die Gegnermengen durchkämpfen. Glaub mir, ich habe wenig Lust, aber nur die Harten kommen in den Garten. Das ist halt das Motto. So, Cell, du hast geholfen hier, dein Level up, und jetzt verschwinde. Ich muss zum Speicherpunkt. Ich will austauschen. Ich kann doch switchen, oder? Ja, ich kann. So, Irvine wieder in unsere Gruppe. Cell, du warst super, super geil. Aber jetzt brauche ich wieder Sirene an meiner Seite. Und zwar deswegen. So, nimm das mit. Das brauche ich auf jeden Fall. So. Jetzt kann es eigentlich losgehen, Leute. Nein, ich will nicht speichern. Wir können von den Gegnern nicht weg. Wir müssen jetzt alles, was auf uns zukommt, bekämpfen. Ich überlege mir, ob ich das schneiden werde, wenn es wirklich zu viele Gegner werden. Ansonsten, ja. Auf in den Kampf. Ich bin froh, das sind noch nicht die starken Gegner. Also dieses Viech da, das ist... wie soll man sagen? Pifax. Exit? Naja, Irvine hat fast volles Leben, also... Kannst in die Krücken trauen, du. Oh! Das war nicht deutlich schwer. Das war sehr, sehr leicht.
Ich hoffe, es tauchen nur diese Scheißviecher auf. Ja, ist gut. Ich weiß Bescheid. Wir müssen uns auch beeilen. Komm schon. Nein! Wir können nicht fliehen, Leute. Ich hab's euch gesagt. Ich schau mal, wie viele Kämpfe es werden. Wenn es zu viele werden, schneide ich sie raus. Ansonsten... Bei diesen Gegnern ist es ja noch nicht schlimm, aber weil... Die gehen mit 3 Schlägen down. Hallo? Das ist Irvine, den du hier gerade attackierst? So, nochmal ein Hieb, dann war's für dich. Axel? Ja, mach dein komisches Kotzen-Kamehameha oder was ist das? Wir sind gewappnet. Nimm das! Viel zu leicht. So. Naja! Es hat Vorteile, Leute. Immerhin leveln wir uns ein bisschen. Ungewollt natürlich. So, wir müssen jetzt hier lang, schneller. Nein! Bitte sei es nur dieses dumme Stück Scheiße wieder. Jawohl. Zum Glück. Wir können echt froh sein, dass es nur dieses Viech sind. Das ist noch das Billige von allen. Ich wusste doch, Auto-Protect ist echt der Bringer. So, das war's für dich. Tschüss. Obwohl, nein. Oh mein Gott, Exit. Ja, ist gut. Kasse, dein Scheiß Kotze. Die mir nur 600 Schaden macht. Das interessiert doch keine Sau. Du bist schon tot? Erbärmlich. Na egal, je schneller umso besser. Schnell. Okay. Ach du Kacke. Wir sind noch sehr weit davon entfernt. Aber ich würde mal sagen, ein kleiner Zwischenheilung wäre nicht schlecht. Und Irvine, er hat schon 9999 Leben. Das ist das maximale Leben, was er erreichen kann. Sehr gut, Irvine. Ich bin stolz auf dich. Jetzt müssen die stärkeren Viecher kommen, oder? Och, Leute. Ich habe echt Glück. Ach. Gib mir deine 200. So. Bam! Was hast du eigentlich so? Komm. Eine Flair. Weil du es bist. Für meine gute Freunde. Das macht auf jeden Fall mehr Schaden, als er selber aushält. Braucht Squall eigentlich Flair? Super! Du kommst mir ja eigentlich nicht gelegen. Finde ich super. Tot? Tot? Ja, tot. Sauber, noch mehr Levels. Alter, das regnet heute Levels. Und eine Sache will ich noch schnell gucken. Wie viel braucht Squall noch, bis seine Flair voll ist? Ah, seine Flair ist schon voll. Sauber. Super, Squall. Ich bin stolz. Nein! Das Problem ist, hier kann man auch nicht, Oh nein, nicht Grendel. Obwohl, Grendel geht auch noch. Da kriegen wir auch noch klein. Aber das kleine Viech kriegt mich am meisten auf. Deswegen nehmen wir das als erstes. Och nee, nicht Bree. Ich glaube, ich werde einige Kämpfe schneiden. Vielleicht auch gar keine, mal gucken. Ich will eins einfach nur hinter mir haben. Stirb, Grendel! Grendel nicht sterben. Smeargol wie noch leben. Es interessiert mich nicht, was du zu sagen hast. Stirb! Jawohl. Ganz ehrlich, Leute, wir können echt glücklich sein. Also, diejenigen, die hier schon mal waren, wissen, was ich meine. Also, es hätte uns schlimmer treffen können. So, jetzt geh rüber, Mann. Na,